Wisst ihr, was wir zu selten machen? Briefe schreiben. Heutzutage in unserer schnelllebigen Welt muss alles schnell, schnell, unpersönlich, kalt sein. Wir schreiben SMS und E-Mails und Messenger. Wo bleibt die Liebe? Wo bleibt das Herz? Dieses je ne sais quoi? Papier ist so ein wertvolles Material. Man kann Gedanken darauf bannen und es hat etwas Verbindlicheres, etwas Nachhaltigeres. Zum Beispiel, wenn ich ein Ministerium wäre, und ich bin ja kein Ministerium, aber wenn ich ein Ministerium wäre, dann würde ich alles viel ernster nehmen, was mich auf Papier erreicht. Oder zumindest per Fax. Aber jedenfalls nicht Twitter-Nachrichten oder E-Mails. Das könnte ja jeder sein. Das könnten Bots sein. Ist Ihnen mal aufgefallen, wie viele der Absender Google sind? Nein, alles, was das persönliche geschriebene Wort ist, hat viel mehr Gewicht. Wissen Sie, wer viele Briefe schreibt? Konservative. Und daran liegt es auch, dass Ministerien ihre Anliegen erreichen. Die Sorgen dieser Bürger werden gelesen, aufmerksam, einfach weil sie sich die Mühe gemacht haben und etwas Echtes, Greifbares eingereicht haben. Sollten wir es dann nicht genauso machen? Sehr geehrte Frau Bildungsministerin, hören Sie auf, alle 2 Wochen zu verkünden, dass Präsenzunterricht bald wieder stattfinden könne. Wir haben eine Pandemie. Jetzt geht es nicht darum, alles krampfhaft beim Alten zu belassen, sondern wir können jetzt darüber nachdenken, wie gute Bildung im Jahre 2021 funktioniert. Ich weiß, Sie haben den Digitalausbau ein wenig verschlafen, aber das macht nichts. Wir vergeben Ihnen. Lassen Sie uns gucken, wie wir weiter nach vorn kommen. Es gibt fantastische Modelle für hybriden Unterricht, die ich Ihnen im Anhang gefaxt habe. Für die Kinder, die nicht gut zu Hause digital lernen können, schaffen Sie bitte Orte in den Kommunen. Gemeindesäle, Bibliotheken, Universitätsräume, leerstehende Büros und Restaurants. Da nicht alle Kinder von ihren Eltern betreut werden können, erlauben Sie die Betreuung von Schülerkleingruppen durch Lehramtsstudentinnen im Praxissemester. All das lässt sich organisieren, wenn man nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, dass wir 2021 keinen normalen Unterricht haben werden. Aber projektorientierteres, selbstständigeres, asynchroneres und dezentraleres Arbeiten ist auch eine große Chance für die Bildung der Zukunft. Sehr geehrter Herr Heil, ohne ein Recht auf Homeoffice kann mein Arbeitgeber mich zwingen, zum Pandemiegeschehen beizutragen. Das kann weder in Ihrem Interesse noch im Interesse der Wirtschaft liegen. Ich sehe meine Freunde nicht mehr, mein Kind vereinsamt, aber solange ich jeden Tag in ein Großraumbüro rennen muss, um dort Newsletter zu schreiben, die niemand liest, wird diese Pandemie noch Jahre dauern. Sehr geehrter Herr Altmaier, wenn ich meiner Tochter eine Welt voller Naturkatastrophen und Lebensmittelknappheit vererben muss, werde ich sehr sauer. Unsere Gedanken sind es wert, auf Papier festgehalten zu werden, denn wir sind für die Regierung wertvolle Expertinnen. Niemand kennt sich so gut mit Schule aus wie LehrerInnen oder Mütter von SchülerInnen. Niemand kennt sich so gut mit den Belangen der Krankenpflege aus wie KrankenpflegerInnen. Niemand kennt sich so gut mit den Bedürfnissen von Selbstständigen aus wie Selbstständige. Es ist deswegen unsere Pflicht, die Regierung an unserer Expertise teilhaben zu lassen. Eine Demokratie ist immer nur so gut wie ihre Demokratinnen. Aber was ihre Demokratinnen sich denken, ist ziemlich egal, solange sie ihren Gedanken keinen Ausdruck verleihen. Die da oben machen nicht, was sie wollen. Die da oben sind sehr dankbar für Rückmeldungen, Feedback und Meinungen. Es ist nur so, dass sie nicht notwendigerweise allen Twitter-Hashtags folgen können. Wir alle sollten also ab und an mal wieder einen Brief schreiben. Und wo nötig, auf die Straße gehen.